Für meinen ersten Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Beeindruckt, hä? Nun schaut her. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert im... Langsam beginne ich. Und nun der nächste Trick. Na dann, zurück in den Hut damit. Ziemlich cool. Ich bin Autodidakt, weißt du? Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ich rieche etwas angebrannt. Warte. Oh, oh, au, oh. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Wow! Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Und nun etwas Traditionelles. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Macht nichts. Ich mag Frauen mit Pep. Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Ach, hier bist du. Was ist das? Das alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi als Angi! Als Ongi als Ungi! Hi, wie geht's? Essen fassen! Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer. Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten.
Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärest hier. Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Oh, wundervoll! Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ich bin Animael und ich begrüße euch recht herzlich zu Simon the Sorcerer. Ich habe mal wieder in meiner kleinen Retro-Kiste gekramt und habe dieses nette Spiel noch gefunden. Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, dass ich selber nie gespielt habe. Ich weiß, Schande über meinem Haupt. Wir werden es jetzt aber tun und es wird auch so langsam mal Zeit, dass ich das hier mal in Angriff nehme. Dann wollen wir schauen, wie wir hier durchkommen. In meinen vorherigen Spielen konnte ich mich ja immer auf meine Erinnerung berufen, aber das wird jetzt hier nicht mehr der Fall sein. Na, was macht er jetzt? Ach, lass mal ein bisschen Musik hören, ist ja auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass er anständige Musik hört. Na gut, dann schauen wir uns hier mal um. Wir haben hier eine Schublade, einen Magneten, einen Kühlschrank. Da ist ein Hündchen. Wandteppiche. Krempel. Oh, Calypsos Notiz, die haben wir ja schon gehört. Postkarte und Karte. Was ist das denn hier? Schau an, Karte. Benutze diese Karte, um schneller vorwärts zu kommen. Ah ja, okay. Benutze es zum Speichern, Laden oder, wenn du ein Feigling bist, zum Beenden. Sehr schön. Dann gehen wir hier zur Schublade und öffnen. Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Ja, die wollen wir doch mitnehmen. So, hier Kühlschrank. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ein wahres Prachtexemplar seiner Gattung. Wollen wir natürlich gleich mitnehmen. So, was hast du zu dem Hündchen zu sagen? Mein kleiner Hund, Chippy. Ja, wollen wir gucken, ob wir mit dem reden können. Ich möchte ihn nicht wecken. Ah, so, okay. Dann haben wir hier noch den Wandteppich. Ein seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. Und den Krempel. Das muss Calypsos Krempel sein. So können wir davon irgendwas mitnehmen. Was soll ich denn mit dem Haufen Schrott? Was ist mit dem Wandteppich? Was mystisch ist, ist doch bestimmt gut. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Okay, damit wäre das hier alles, glaube ich, soweit erledigt. Erstmal, wir gehen dann mal nach draußen, denn wir sollen ja zur Kneipe. Ah, ein schönes Häuschen hier. Ah, ein schöner gepflegter Garten. Ah, so ist das schön. So, gehen wir mal hier lang. Oh, ein Schmied. Er ist sehr muskulös. Hast du uns was zu sagen? Guten Morgen! Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Och, schade. Tür. Was haben wir hier noch? Irgendwas. Da ist ein Amboss. Noch eine Tür. Irgendwo ein Werkzeug. Ach, guck mal, da ein Klöppel. Den gucken wir, ob wir den mitnehmen können. Sehr schön. Und ein Seil. Ah. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. So, fängt doch schon mal gut an hier. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Können wir hier reingehen? Es ist abgeschlossen. Oh, so, okay. Naja, gehen wir mal weiter. So, Bauchladencremer. Interessant.
Ein gewitzt aussehender Bauchladenkrämer. Ja, dann wollen wir hören, was er uns zu erzählen hat. Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Na, eigentlich nicht. Sie wurden handgefertigt von den Urahnen der Grals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. So, was können wir dann mal hier mit ihm bequatschen? Ach ja, ein Lösungsbuch. Das möchte haben ich gerne Sie ein haben. Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid. Gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Ach so, ja, das ist schade. Gut, wir hätten es wahrscheinlich eh nicht benutzt, aber man kann ja mal nachfragen, ne? Ja, also wie kommt es, dass Sie die Antiquitäten... Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Ja, mal schauen, was er hat. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? So, was haben wir denn hier? Wertloser Plunder? Ne, was Magisches ist doch schön. Nein, haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also. Aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Er scheint nicht wirklich gut zu verhandeln oder irgendwas ist mit dem Trank. Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Was ich hier habe, ist stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Da bin ich mal gespannt, wie er das jetzt machen will. Können Sie sich selbst noch sehen? Nein. Und es könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein. Was hast du denn noch so? Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Vielleicht haben wir etwas. Vielleicht habe ich hier etwas für Sie. Wirklich? Schauen wir mal. Achso, der will nichts von uns. Jetzt kommen wir hier lang, oder? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Achso. Wir hätten denen was verkaufen können wohl. Ah. Haben Sie Verkaufstricks? Haben Sie irgendwelche Verkaufstricks? Oh, seit letzter Woche ausverkauft. Möchten Sie noch etwas? Nö. Nein, eigentlich nicht. Tschüss. Wer braucht sie schon? Ja, das nenne ich Kundenbindung. Wir gehen mal da oder da. Gehen wir mal hier lang. Ein Wagenrad. Ah, ja, okay. Ich liebe Wagenräder. Was mir gerade mal ein bisschen auffällt, ist, der klingt so ein bisschen wie der liebenswerte Seestern aus Discworld 1. Also erinnert mich wirklich sehr stark gerade an den Gassenjungen. Es geht hoch oder runter? Jo, mal gucken, ob wir es mitnehmen können. Ja, der Wandteppich ist eine Nummer zu groß. Die Leiter kriegt da rein. Kriegen wir dann noch das Wagenrad rein? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Na super, aber die Leiter, naja. Kommen wir hier in das Haus rein? Ja, das geht. Wunderbar. Oh, mein Milchkopf. Was haben wir hier noch? Mal darüber. Erkältungssaft. Was? Verdächtige Kräuter. Spezienglas. Ja, das schauen wir uns jetzt erstmal alles an. Wo waren denn die... Ach, das sind die verdächtigen Kräuter. Ach so. Die
sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Oh, können wir die mitnehmen? Ich komme nicht dran. Schade. Das ist ein Sammelglas für wirbellose Spezies. Ach, das können wir einstecken, sehr schön. So, dann schau dir mal den Elchkopf an. Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Na super, Pappmaché, ne? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Schade. Ach, ist das eine lustige Welt hier. Erkältungssaft. Ein super starker Elefantenhustensaft. Na, den können wir doch bestimmt mitnehmen. Ach ja, sieht schön, schön, schön. Ja, ich glaube, das war's dann hier auch. Wo geht's hier wieder lang? Schokoladentrüffeltür. Okay. Ach. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Gut. So, was ist denn die Schokoladentrüffeltür? Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Kann man die öffnen? Es ist abgeschlossen. Ist eine Schokoladentrüffeltür, dann können wir die doch essen. Das habe ich nie so ganz verstanden. Okay. Schade. Das wird unlustig. Ah, kommen wir hier nicht weiter. Dann gehen wir hier zurück. Und wir haben ja da ja noch die andere Seite, wo wir durchgehen können. So. Da ist der komische Krämer. Der hat ja auch einen sehr interessanten Umschlagsplatz hier. Für seine Waren. Ein Shoppe. Shoppe, soll wohl Shop heißen. Quatsch, nicht schau an Tür, öffne Tür. Sieht aus wie eine stabile Holztür. Okay. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Und ich sage, er gehört hierher. Okay. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Ich war zuerst hier. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Falsch! Du bist aus meiner gewachsen, du hässlicher, überflüssiger Pickel! Hals, Maul! Ich muss aufs Klo! Bitte höflich darum. Könnten wir aufs Klo gehen, bitte? Nein. Das werde ich mir merken. Ja, die beiden mögen sich wohl. So, was haben wir hier? Fässer. Das sind Holzfässer. Säcke. Das sind Säcke voll Reis. Die steht bei den anderen Suppen. Aber sie ist organisch. Deshalb passt sie zu dem anderen organischen Zeug. Was zum Teufel weißt du denn schon? Interessante Streitgespräche. Das sind Schokoladenkuchenstücke. Das ist ein Kuchen mit rosa Zuckerguss. Sieht aus wie eine große Auswahl an Kosmetika. Ja, was haben wir denn hier noch? Bohnen, Haushaltsreiniger. Das sind Bleichmittel, Reiniger, Waschpulver und Fensterreiniger. Ja Mensch, können wir davon irgendwas mitnehmen? Ich möchte das kaufen. Das sind nur Vorzeigemodelle. Okay, ist das hier? Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Okay, der? Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Okay. Wie sieht's mit den Haushaltsreinigern aus? Ich möchte das kaufen. Sind nur Fälschungen. Die Süßigkeiten? Ich möchte das kaufen. Die kann ich dir nicht verkaufen. Ich mag sie zu sehr. Ja. Ich möchte das kaufen. Wir hatten zu viele Beschwerden darüber. Irgendwie gibt's hier nichts, wa? Ich möchte das kaufen. Nichts mehr übrig. Bohnen? Ich möchte das kaufen. Das sind sehr teure magische Bohnen. Die kannst du dir nicht leisten. Ich möchte das kaufen. Was würdest du damit anfangen wollen? Ich möchte das kaufen. Die sind reserviert.
Ich möchte das kaufen. Das ist unverkäuflich. Es ist ein Familienerbstück. Also irgendwie kann man hier gar nichts kaufen anscheinend. Das ist eine sehr interessante Taktik bei denen. Ich möchte das kaufen. Tut mir leid, die sind alle für Nanok den Barbaren reserviert. Barbar will Bücher. Ja, sehr schön. Das ist zweiköpfiges Zunderholz. Nicht nehmen. Wir wollen uns mal mit denen unterhalten. Entschuldigung? Wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Hör nicht auf ihn. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. 40%. 50%. Werde ich jetzt bedient oder was? Was kann ich für dich tun? Ja, wir hätten die beiden noch ein bisschen streiten lassen, sonst bis 100%. Das wäre doch lustig. Handfeste Informationen. Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche? Welche Art von Informationen? Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Sehr wirkungsvoll hier die Informationen. Was ist die Quadratwurzel aus 1369? 37. Okay, Leute, das rechne ich jetzt nicht nach, ob das stimmt. Wo in der Welt ist Carmen San Diego? Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Ja, wo ist die Tür, Leute? Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. Gehen wir mal wieder raus. Hier ist ja nichts für uns machbar. Schauen wir mal hier weiter, was es hier gibt. Ach, wir haben die Kneipe anscheinend gefunden. Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Ja, Tür. Ach Quatsch. Da, öffne Tür. Aber wollen wir mal reingehen. So, und hier schauen wir uns dann in der nächsten Folge einmal um. Bis dahin, gehabt euch wohl.